Servus und willkommen zu einer neuen Folge von C-Block in Factorio. Wir haben jetzt letzte Mal die Kohle da oben gemacht. Also die funktioniert super. Wir gehen mal nach oben. Wir haben mittlerweile 39.000 Stück drin. Ich glaube, das letzte Mal waren es über 36.000. Also haben wir da schon einen Zugewinn gemacht. Finde ich total klasse. Ist genau das, was wir wollten. Ich habe Fiber einstecken. Ja, ist auch nicht schlimm, dass ich Fiber einstecken habe. Weil, kann ich mir mal ein paar rausnehmen. Und dann kann ich gleich hingehen und sagen, okay, produziere mir mal bitte unter ein paar Eimer. So, das Schöne ist, jetzt scheitert es an dem Zeugs da. Das heißt, wir produzieren gerade. Wie viel kriege ich raus? 20, ne? Also über 400 Stück. So, ich habe mir noch zwei Mods installiert. Einmal, beziehungsweise drei. Und zwar, ich habe mir einmal installiert Flood Control. Und einmal, also das ist der da. Der macht, dass man sozusagen sich sagen kann, ich möchte meine Pipes so setzen, wie ich sie möchte. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, kann man ja mit denen zeigen, wenn ich jetzt dann hier hingehe und ich mache die Pipe und ich mache hier die Nebenpipe, dann macht die mir das. So, das ist ja, ich warte hin, so, gerade Steinrohr und jetzt kann ich hingehen. Der macht mir die aber aus Steinen und nicht aus den anderen Rohren, ne? Wäre auch noch cool, wenn das gehen geht. Ja, lassen wir erst mal. Auf jeden Fall könnte ich jetzt dann hingehen und sagen, okay, baue mir bitte gerade Rohre, T-Kreuzungen oder Kurven. Und das heißt, ich könnte dann jetzt hingehen und sagen, okay, da drei, da drei, da drei, da drei. Und den zweiten Mod, was ich installiert habe, war Flow Control für Bob's Pipes. Ne? Das heißt, darum habe ich auch jetzt für die ganzen Pipes auch die Möglichkeiten. Wird auf jeden Fall besser zu kontrollieren, wo was hin soll. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Mod installiert. Den muss ich aber suchen und ich glaube, das sucht man unter Duct. Genau, das ist Ducts. Beziehungsweise, wie heißt der Mod selber? Fluid Must Flow. Ist auch sehr teuer. Sind größere Pipes. Haben ein größeres Fassungsvermögen. Und haben noch ein paar andere Möglichkeiten dazu. Das werden wir alles sehen. Ich fand ihn ganz interessant, weil ich auch noch größere Pipes haben wollte. So, das heißt jetzt, wenn er ehrlich ist, ne, ich kann die da daneben stellen, bei den Pipes kann ich es nicht. Darum habe ich Flood Control mit rein. So, wir haben gesagt, die da werden benötigt, um das da drüben herzustellen. Und das Gas haben wir jetzt auch noch. So, und dann haben wir jetzt mal hier, habe ich jetzt den da schon mal abgeklemmt. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einmal mineralisiertes Wasser und einmal Carbondioxid. Das war jetzt hier oben. Das Carbondioxid. Habe ich hier noch nicht mit drin. Ne, ich habe gesagt, das mache ich aus der Kohle. Genau. Du bitte still nach unten. Dankeschön. Das heißt, ich brauche 107,6 Kohle. Für die Produktion. Okay, das heißt, ich muss die Kohleproduktion nochmal ein wenig nach oben drücken. Ja, nee, mache ich ja sowieso.
Ich möchte nicht wissen, wie viel das ich dann am Schluss rauskriege. So, das heißt, wir brauchen einen Liquifier. Einen Liquifier, der war hier drin, glaube ich. Ne, dann war der hier drin. Chemical Blend, Electrolyzer, Liquifier. So, das heißt, mir fehlen Steine. Dann gehen wir mal zu unserem Ofen. Den ich irgendwo hingestellt habe. Jawohl, jetzt haben wir ein paar. Und wie viele Platten habe ich noch einstecken? Ich sollte Eisen nachholen. Und das müssen wir ja auch noch alles sauber hier umbauen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nichts mehr zu tun habe. Aber wir wollen jetzt erst einmal da unten das umstellen. Dass das für mich auf jeden Fall hier mal besser wird. Du gehst schon mal weg. So, das heißt, du kommst von unten, du kommst von oben. So. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, er macht es halt automatisch, ne? Wo es ich nicht anders brauche, kann ich es ja so machen. Jetzt muss ich mir doch mal eine einzige Pipe machen, und zwar so ein T-Stück. Ja, das schaut gleich aus. Gut. Das Problem ist nur, wenn ich es auflöse, wird es... Weiß ich nicht, wird es dann wieder eine wird es dann wieder ein... Ich habe jetzt 77, das will ich jetzt einfach mal wissen. So, 77. Nö, ich habe immer... Ah, nee, haha. Der macht es doch aus einer Pipe. Alles klar. Also das heißt, ich könnte sogar meine ganzen Pipes hier umbauen. Das werde ich auch peu à peu dann machen. So, wir haben jetzt noch weitere Electrolyzer. Ich habe ja gesagt, ich möchte immer zwei Platz haben. Ich mache jetzt sogar drei Platz. Falls ich mal Strom oder irgendwas nach oben haben möchte, aber dann sollte ich die vielleicht auch intelligent aufstellen und nicht so bescheuert, wie ich gerade die aufgestellt habe. Die sind mir egal. Die da kommen, werden nochmal verschoben. Das heißt, du kommst so hin, dass du jetzt da bist. Nein, Schmarri. Doch. Genau, dann ist jetzt die, sind jetzt die schon richtig. So, du gehst mal bitte weg. Du kannst bleiben. Wenn wir kommen, um zu bleiben. Genau. So. Und da mache ich das jetzt alles Una Collector. Und zwar, ich möchte haben ein T-Stück. Das kommt hier hin. Ein weiteres T-Stück. Du kommst hier hin. Und ich möchte einen... So, okay. Das heißt, das ist jetzt soweit schon mal richtig. Und jetzt bauen wir mal davon 5 Stück. Danke. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist der Unterschied zu den Pipes. Da sieht man dann wenigstens auch, dass es ein Unterschied ist. Da sieht man den Tropfen draußen und nicht drin. Jetzt nicht gerade. Ja, es ist egal. So, mit Purified Water kann ich ja nur das herstellen. Will ich aber nicht. Wir brauchen ja das andere Zeug. So, dann haben wir ja gesagt, Steuerung Shift R. Wir möchten ja die Sachen drehen. Nein, da kann ich jetzt auch hier zum Beispiel viel anders umgehen damit. Okay, der arbeitet zum Beispiel schon das teilweise weg, weil der halt damit nach oben geht. So, dann brauche ich jetzt nochmal die anderen zwei Electrolyzer.
Das heißt, ich kann bis zu 8 Stück dann dahin knallen. Und wir machen dasselbe Spiel wieder. Wir brauchen 2 T-Stücke, eine Kreuzung und davon 10. Und jetzt muss er mir die Pipes herstellen. Und jetzt gehe ich mal auf die 3. Und alles, was jetzt die Pipe hat, kommt auf die 3. So. Das heißt, ich habe jetzt dann im Kupfer die Gerade. Das T-Stück. Die Kurve. Und den Untergrund. Genau. Dann habe ich schon mal da die ganzen Pipes drin. So, dann heißt es jetzt, na, jetzt geht es halt auch geradeaus hier schön weiter. So, mach mir gleich mal nochmal davon 3. So, dann kommt auch wieder hier das T-Stück hin. Das T-Stück hin. Die Kurve hin. Und die Verbindung. Und wir kopieren das auch und machen auch wieder hier halt. Ja, genau. Steuerung Shift T. Steuerung Shift R. Bin ich denn von Käse? So, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die 8 Stück werden dann für die da drüben, oder die 4 Stück werden jetzt von die da drüben dann zuständig sein. Das heißt jetzt, ich habe jetzt ja Pipes, die wo rausgehen. Jetzt brauche ich bitte die Nummer 2. So, dann heißt es jetzt für mich die Nummer 1. Mach mal mir bitte Strommasten. Die kommen dahin. Du kommst weg, du kommst dahin. Die Lampen brauche ich nicht. Die Belts kommen auf die... Naja, die Belts lasse ich auch drin. Die ganzen Maschinen kommen hier auch raus. Die kommen auch auf dem extra Layer. Und irgendwann lerne ich bestimmt, dass ich die auch noch schnell wechseln kann. Und dann sind wir noch effizienter. Die Kisten bleiben drauf. Die Erde bleibt auch auf der 2. Dann gehen wir jetzt mal auf die 3 drauf. Denn wir haben jetzt bei der 3 drin... 1, 2, 3. Dasselbe hier mit Eisen. Eisen. Das T-Stück. Die Kurve. Stonepipe. Stonepipe. Dann brauche ich noch den da. Wir machen auch den Underground. So. Und dasselbe machen wir jetzt mit Stone. Wobei Stone ja irgendwann ersetzt wird, aber ist ja egal. Also 1, 2, 3. Untergrund habe ich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein gerades Steinrohr. Und wir haben ein T-Stück. Das heißt, die 4 machen wir jetzt die Kurve und den Underground rein. Ein bisschen sortieren erstmal, dass man auch was findet. So, dann gehen wir mal auf die 1. Dann haben wir hier die 2. Das habe ich gesagt, will ich teilweise lassen. Wobei die Erde bitte hier hinkommt. Und die Kisten jetzt weiter nach vorne rücken und die Lampe auch ganz nach hinten geht. Das muss ich auch mal bauen. Ich weiß nicht, warum, dass ich nie Lampen aufstelle. Weil ich es, ja, ignoriere. Okay, also, dann haben wir die Knickarme. Dann heißt es jetzt, wir haben die Fließbänder. Die kommen zwar auch irgendwann auf einen eigenen Layer.
Aber momentan können sie, ne? So, dann machen wir bitte zu. 0 haben wir gesagt und dann wird die 9. Jetzt der Maschinenbereich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die Montagemaschinen. Alle anderen brauchen wir nicht mehr. Öfen sollten wir auch noch irgendwann mit reinsetzen. Was haben wir dann hier? Liquefier, das sind die, die wo dann austauschbar sind. Die kommen dann auf dem hinteren Bereich. Okay, so. Dann haben wir auf jeden Fall. Achso, ich kann. Ah, okay, alles klar. Ich kann die immer, wenn ich da drauf drücke, kann ich das wechseln. Ich glaube, ich kann. Ich weiß nicht. Früher war es mal so, dass ich die erweitern konnte. Aber das, glaube ich, hat sich ja geändert. Ja, da merkt er mal, wie lange das ich jetzt schon nicht mehr so intensiv in Factorio war, wie ich jetzt zur Zeit bin. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal wieder das gemacht. Das heißt ja, ich muss ja jetzt aus diesen Maschinen hier raus. Was wir ja sozusagen hier machen. Das machen wir bitte schön mittig. Und dann gehen wir jetzt strommastmäßig. Können wir einen halben Platz lassen. Und dann brauchen wir neue Strommasten. Stellen wir gleich welche her. Auf jeden Fall wird das ein interessanter Bereich dann, wenn wir die Automationen anfangen. Und die Drohnen werden noch lustiger. Da hat sich immer früher auch schon darum gekümmert, nie ich. So, dann haben wir jetzt dann die Pipe. So. Und dann können wir das auch so legen. Ich lasse die jetzt definitiv so, dass die wir keine drauflegen, weil die ich auch noch einstellen will. So, jetzt ist die Frage, mir reicht es eigentlich, wenn ich hier mit dem Strom rauf bin? Dann gehen wir jetzt dann hier in der dritten nach unten. So, wir müssen ja jetzt dann in den Liquefier. Den stelle ich jetzt mal erstmal hier hin. Wie wir das machen, werden wir ja sehen. Und zwar, wir wollen ja herstellen. Mineralast war das, ne? Was du brauchst. Mineralisiertes Wasser, genau. Also, das heißt, wir wollen jetzt von dir, dass du das da herstellst. Ja, habe ich sehr schön gemacht. Nur eine Kleinigkeit vergessen. Nee, wir müssen, ich muss die nochmal aufstellen. Mir nochmal schnell anschauen. Und zwar, genau, der braucht Sulfuric Acid und 5 Slag. Oder 20 Crushed Stone und Sulfuric Acid. Dann brauche ich die nämlich nicht platt machen. Dann kann er die nämlich gleich so nehmen, wie sie sind. 5 Stück, wenn es jetzt durchhauen geht, 10. Haben wir ja gelernt beim letzten Mal. Das heißt, ich bräuchte eigentlich hier 10 Stück. Das ist eigentlich der bessere Plan als der da. Dann hoffen wir mal, dass das so ist. So, dann heißt es jetzt, du kommst definitiv hier hin und kommst mit dem da. Beziehungsweise, nein, du kommst da nicht hin. Ich weiß, ich reiß den noch 5-mal ab und auf und hin und her und rundherum. Ja, ich muss da dran denken. Ich muss ja unten, ist ja meine Pipe fürs Wasser. So, dann machen wir das hier. Dann kommst du auch hier hin. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal Strom. Und dann machst du das immer noch. Okay.
Dann gehe ich, brauche ich auch gar nicht weitergehen als bis hierhin. Da sage ich zu dir. Ja, nein, doch, fuck. Ja, ich mache das anders. Ich drehe das Ding da und komme von oben. Och, geht auch nicht. Irre. Nee, ich muss so kommen und so abgehen. Ja. Ja. Da habe ich aber Slack Slurry. Da habe ich dann das falsche Rezept, oder? Ja, ich bin ja auch ein Esel. Vielleicht sollte man sich mal anschauen, was man macht. Ich möchte ja mineralisiertes Wasser haben. Das heißt, ich brauche einen Wasserzugang. Dann kann ich dich jetzt wieder abbauen. Mann. So, du, das. Danke. So, dann machst jetzt du mir bitte aus der 3 neue Rohre. Dann brauche ich jetzt von dir neue und ich gehe in der Zeit nach oben und hole mal Kupfer. Ein bisschen was haben wir ja noch. Und gib mir auch gleich nochmal ein bisschen Eisen mit. Das wird auf jeden Fall witzig. Das wird so witzig. So. Okay, also, das heißt jetzt, wir gehen jetzt von hier, wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, bei denen Pipes, musst du wissen, was du vorher willst, mit nachher. Okay, so, dann heißt es jetzt, wir haben das, jetzt kann ich mal schauen, strommäßig, nee, das ist egal. Das heißt, ich lasse jetzt dich bis hierher kommen. Ich sag irgendwann Lennox. Dann machst du wieder das. Nein, andersrum. Nochmal andersrum. Okay, dann füllst jetzt du rein. So, du gehst jetzt nach unten. Da oben bleibt kopieren. Danke. So, und ab jetzt kann ich hingehen und die auch drauflegen. Und ich bin immer noch ein Esel. Funktioniert natürlich total. Ich baue das mal schnell wieder ab. Ich muss ja noch eine Maschine zwischenschalten. Genau. Mache ich die jetzt gleich. Wartet mal. Ich habe doch gewusst, ich brauche noch diesen. Den da. Ich nehme jetzt gerade die Steine aus, ne? Ja. Die werden wir jetzt da schon irgendwie da rein quetschen. Das heißt, ich brauche die Leiste Nummer 9. Und du gehst jetzt mal bitte auch da hinten hin. So, dann kommst du auf jeden Fall. So, okay. Dann heißt es das für mich. Ich habe überall Strom.
Das ist super. Das ist auch gut. So, dann heißt es jetzt, du gehst da rein. Und du gehst da raus. So, dann heißt es jetzt, du nimmst von da und gibst nach oben. Und du nimmst von da und gibst nach unten. Und du gehst hin und machst das da. Ja, dann kann ich gleich hier mal die, was ich einstecken habe, gleich mal reinschmeißen. Dann ist gut. Nein, es ist nicht gut, was ich da gerade gemacht habe. Oh Mann. Ja, der hat natürlich auch noch einen Ausgang. Ich, Esel, ich. Das heißt, ich muss hier rein. Machen wir das ganze Spiel nochmal. So. Kann doch bis dahin. Du machst das. So, hau mal rein. Dann gehe ich jetzt hier nach unten. Komm hier wieder rauf. Komm da raus. Geh da rein. Und komm von oben. Gut. Jetzt funktioniert's. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch dieses Wasser drin. Und ich habe ja schon die Small Tanks. Dafür brauche ich zwar ein bisschen Stahl. Nicht genügend Komponenten. Ah, weil ich den... Ich habe irgendwas. Ich habe die Small Inline Storage Tanks noch nicht. Apropos, sind, glaube ich, hier drin. Die erforsche ich jetzt auch gleich mal, weil ich möchte auf jeden Fall einen kleinen Puffer drin haben. So, dann kann ich schon mal hier meine Forschungspäckchen, die wo wir das letzte Mal noch gemacht haben, abgeben. Weil die immer forschen. Dann vergesse ich es immer. So, okay. Und dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt von den Pipes. Dann nehme ich jetzt die Eisenpipes. Da gehe ich jetzt erst einmal von hier gleich raus nach hier. So, und dann muss ich jetzt mal gucken, wenn ich jetzt eisenmäßig unterirdisches Rohr nochmal bau. Das heißt, ich komme jetzt hier raus und will das hier abgeben. Wie weit kann ich gehen? Nicht so weit. Okay. Dann heißt es jetzt, bau mir mal davon einen ganzen Meter. Und ein. Ne, den davon kannst du dir schenken, den habe ich schon. Ja, na, das ist intelligent gewesen. Machen wir gleich nochmal, weil hier braucht mehr T-Stück. Ich habe mehrere davon. Das heißt, auch das da muss ein bisschen anders werden. Ja, es muss sowieso in der Hinsicht vieles anders werden. Vielleicht gehe ich jetzt dann links und rechts raus, weil ich ja den Wasseranschluss nicht mehr brauche. Und verbinde es dann irgendwann mit oben. Muss mal gucken. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Meter Pipes. Dann baue ich die jetzt mal rüber. Und die paar Meter haben noch nicht gereicht. Wir machen gleich nochmal welche.
So. Nee, und da. Und ich habe meine Forschung fertig, das ist sehr schön. Was will ich denn haben? Reparaturkit, Waffen. Waffen sind mir momentan wurscht. Long Inserters sind mir nicht wurscht. Dann mache ich die als nächstes. Smelting, mehr Power. Elektrochemisches Labor. Das ist für Komponenten. Und den muss ich mir auch mal angucken, was das alles kann. Das wird zwar schön für schneller abbauen. Zement. Ja, jein. Ja, wir werden sehen. Also das da vielleicht und den da. Aber da habe ich noch so viele Sachen, die wo noch. Ich brauche die Waffen. Auch nicht schlecht, um Radar bauen zu können. Okay, aber wir wollten ja jetzt als nächstes erst einmal einen Tank bauen. Was haben wir hier? Einen Small Inline Storage Tank mit einem Fassungsvermögen von 2.500. Dann haben wir einen Small Storage Tank. Auch mit 2.500. Ein Rohr, drei Eisenplatten. Ein Rohr. Ein Small Inline Store. Also der Inline Tank macht 2,5. Ein Rohr, drei Eisenplatten. Fassungsvermögen 2,5. Das Small Storage Tank. Jetzt baue ich mir mal. Ich will das jetzt wissen. Was ist da bitte schön der Unterschied? Drei Anschlüsse, einen Anschluss. Gut zu wissen. Der hat einen, der hat drei. Okay, und der baut halt zuerst den, bevor er den baut. Das heißt, und der hat zwar ein höheres Fassungsvermögen, also die können besser verteilen, der hat ein größeres Fassungsvermögen. Dann hätte ich jetzt gesagt, das soll ja so eine Art Puffertank werden. Ist nur die Frage, ja, ich brauche das doch überall. Und dann mache ich mal das da in dich rein. Und dann kannst du mir das schon mal bauen. Danke. Warum bin ich kaputt? Fertig. So, dann hätte ich gesagt, dann machen wir als nächstes das Militär, was wir gesagt haben. Und ich produziere das mal fleißig. Und das Lustige ist, immer wenn ich das mache, weiß ich ganz genau, dass ich gleich Pipes brauche oder sowas. Okay. Und dann heißt es jetzt für mich, wir gehen jetzt dann hier rüber. Und ich will dann hier runter. Immer gleich hier. Ich gehe gleich hier runter. Und so viel zu. Ja, ich brauche schon was. Mir jetzt egal. Kommst du weg? Kann ich dann immer noch machen. Wenn ich alles hab. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal hier einen Bereich, wo wir das hinsteuern können. So, jetzt bin ich nur gerade beim Überlegen. Das haben wir durch und jetzt wollen wir auch gleich die Reparaturkits.
Oder? Ja, das ist einfach nur rausschmeißen. Solder Smelting. Werde ich die am Anfang schmelzen? Ich vermute nein. Radar. Electronic, das sind schon mal 30. Schwerte der Rüstung. Ich hätte gesagt, wir machen als nächstes. Ja, wobei, das macht. Was machst du eigentlich? Du hast ein. Machst 315 Grad. So, und du produzierst. Megawatt. Also auf jeden Fall produziert er mir das Doppelte an Strom. Also fangen wir mit dem an. So, okay. Dann will ich jetzt aber noch aus der Abteilung hier mir einen gescheiten Tank bauen, der einfach nur durchschleust. Danke. So, und dann kommst du da weg. Und dann macht der nämlich, weil die Rohre sind nämlich voll, weil irgendwann hören die nämlich auf zu produzieren. Und der soll nicht aufhören zu produzieren. Der soll die ganze Zeit powern wie ein großer. Weil wir ja möchten, dass hier alles reinkommt. So, der hat schon mal 160. Kann es sein, dass ich dann irgendwann noch eine Verstärkung bauen muss? Check Valve, No Return Valve, Overflow, Top-Up, Converter. Okay. Haben wir hier noch Groundwater Bore, Washing Plant, Seafloor Pump. Okay. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Hoffentlich ist es nicht so weit weg. Kann jetzt aber auch sein, dass der halt nicht mehr aufnimmt als 160. So, das heißt, wir brauchen noch Carbondioxid. Aber das Carbondioxid werden wir erst in der nächsten Folge angehen, denn die Zeit ist schon wieder rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Schauen weiterer Videos. Verabschiede mich und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.